Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal Hermanns Welt. Und es wird mal wieder Zeit, die Koffer zu packen, weil wir wollen nach Schweden. Heute noch nicht, weil wir machen noch einen Zwischenstopp in Dänemark. Wir wollen dort das Mittelaltercentrum in Nykøbing besuchen. Und dann kurz vor Kopenhagen haben wir dann noch ein Hotelzimmer gebucht. Wenn ihr erleben wollt, was wir so auf der Tour erleben und machen, dann packt doch die Koffer und kommt mit. Wir warten jetzt auf die Fähre von Fehmarn nach Rögby. Das ist Scandlines und da habe ich das Flex-Ticket gebucht. Das kostet etwas über 100 Euro. Den Preis natürlich werde ich unten euch reinschreiben. Die Abfahrt sollte 8.45 Uhr sein, aber durch das Flex-Ticket sind wir in der Zeit sehr flexibel, also heißt ja Flex, und mal sehen, wann wir wirklich auf die Fähre raufkommen. Nochmal ganz kurz zu der Fährüberfahrt hier von Fehmarn, also von Puttgarn. Die Fähren fahren hier alle halbe Stunde. Und der günstigste Preis der Fähre ist 40 Euro. Ich meine, mit dem Auto war es letztens, war das Angebot 59 Euro. Das ist aber kein Flex-Ticket. Dort hat man auch eine feste Zeit zur Überfahrt. Die Überfahrt dauert ungefähr 45 Minuten und es erspart einiges an Weg nach Kopenhagen zum Beispiel. Weil normalerweise müsste man ja über die A7, denn hintenrum über die Störebeltbrücke fahren nach Kopenhagen, was denn einige Kilometer sind. Die 45 Minuten, die man jetzt auf der Fähre ist, kann man natürlich noch ein bisschen sich erholen von der Fahrt und es macht einiges entspannter. Überfahrt haben wir jetzt erledigt, war sehr entspannt, ganz leichter Wind, also es wäre perfekt, um einzuschlafen wollen, weil es war schön kuschelig. Wir sind jetzt in Dänemark angelangt, wie gesagt, wollen jetzt ins Mittelaltercentrum Nykøbing. Dieses Mittelaltercenter besuchen wir jetzt schon zum dritten Mal und weil wir ja unterwegs sind nach Schweden, haben wir gesagt, diesen Punkt nehmen wir noch mit, weil es ist doch schon ein paar Jahre her, wo wir das letzte Mal da waren. Und das wird noch mal ungefähr jetzt eine halbe bis dreiviertel Stunde Fahrzeit sein. Wir haben es mal geschafft, jetzt ins Mittelaltercentrum Nykøbing. Wir sind übrigens auch die ersten Gäste, die reingegangen sind, dank dem Online-Ticket. Da gab es leider leichte Probleme, aber die an der Kasse schnell eine Lösung und wir kamen rein. Für alle, die dem Dänischen und Englischen nicht so mächtig sind, die meisten, die hierher kommen, sind sehr viele Deutsche und darum sprechen sie auch an der Kasse Deutsch perfekt. Den Eintrittspreis schreibe ich euch mal unten rein, weil den habe ich gerade nicht im Kopf. Aber ich meine, er war so für Erwachsene für 15 Euro. Und es ist natürlich sehr flexibel und schneller, wenn man natürlich auch die Tickets online kauft.
Die Website dazu stelle ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Das Mittelaltercenter Nykøbing behandelt die spätmittelalterliche Geschichte Dänemarks kurz nach der Wende zum 15. Jahrhundert. Der besondere Fokus liegt auf der praktischen Darstellung der Alltagskultur mittels historischer Darsteller. Die Gründung des Museums ging auf die Rekonstruktion einer Blide zurück, die anlässlich des 700. Jahrestag von Nykøbing Falster im Jahre 1989 gebaut wurde. Als private Einrichtung wurde das Mittelalterzentrum 1992 gegründet. 1994 ermöglichte eine Spende den Bau einer ganzen Siedlung mit Häusern, Turnierbahn, dem Hafen und dem Eingangsgebäude. Hier haben wir zwei Bliden, auch Trebuchet genannt, die mit Hilfe der Zuschauer gespannt werden. Ich durfte auch daran teilnehmen und mich ein bisschen körperlich betätigen. Der Abschuss dieser Bliden ist immer sehr beeindruckend und sehr spannend für die Zuschauer. Im Museum befinden sich auch einige Kanonen aus dem späten Mittelalter. Diese werden auch vorgeführt. Leider waren wir einen Tag zu früh da, da die Vorführung erst am Samstagnachmittag stattgefunden hatte und wir waren Freitag dort. Thank you.
Das war jetzt das Mittelaltercenter in Nyköping. Ist definitiv ein Ausflugsziel hier in der Region. Sehr zu empfehlen. Ich hoffe, die Bilder, die ich euch gezeigt habe, haben euch gefallen. Jetzt fahren wir zum Hotel, um einzuchecken. Und das ist dann ungefähr noch mal eine Stunde Fahrzeit. Das ist nur ein paar Kilometer kurz vor Kopenhagen. Da, Roskilde, ungefähr 11 Kilometer von unserem Hotel weg ist, haben wir uns entschieden, nochmal nach Roskilde zu Rhein zu fahren. Hinter mir seht ihr auch den Dom, einer der bekanntesten oder wichtigsten Kirchen in Dänemark, weil hier ist die große Grablege der Könige. Dort waren wir auch schon vor ein paar Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und Roskilde ist auch noch bekannt durch das Festival. Rockfestival. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch gibt. Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Wir werden uns hier mal ein bisschen umschauen, hoffen, dass wir auch noch in den Dom reinkommen. Mit dem Dom war das leider heute nichts, da er nur bis 17 Uhr offen ist. Während der Mittagszeit hat er auch geschlossen. Ich glaube so von 13 bis 15 Uhr. Ich werde euch aber nochmal die Öffnungszeiten genau runterschreiben. Und es kostet auch Eintritt, was ich gelesen habe, so um und bei 10 Euro pro Erwachsener. Aber wir gehen nochmal kurz durch die Stadt. Vielleicht finden wir auch noch ein kleines Restaurant, wo wir vielleicht was essen können. Und dann geht es näher wieder zurück zum Hotel. Ich hatte mich gar nicht mehr aus Roskilde gemeldet, weil so Spannendes hatten wir gar nicht mehr gemacht. Wir sind nur ein bisschen durch die Stadt spaziert, also in der Einkaufsstraße, weil der Dom war ja leider nicht offen. Aber was ich schon mal sagen kann, also der Dom ist definitiv sehenswert. Dann kann man noch den Bischofssitz sich anschauen, der ist direkt neben dem Dom, und dann gibt es in Roskilde sogar noch ein Kloster. Es gibt auch unten am Hafen noch eine Fundstelle, wo sie mehrere Schiffe aus der Wikingerzeit gefunden haben. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es dort auch eine Schiffsbauwerkstatt, wo sie Langboote nachbauen. Und es ist auch eine offene Werkstatt, die kann man besichtigen. Wir sind schon wieder im Hotel. Wir werden ja noch ein bisschen abhängen hier, die Gerätschaften ein bisschen neuen Strom geben, weil die Akkus haben heute doch ein bisschen gelitten, weil wir einige Aufnahmen gemacht haben, besonders im Mittelaltercenter Falster bei Nyköping. Und dann ist für heute auch dann schon Schluss. Eigentlich wollte ich ein paar Aufnahmen von dem Hotel und dem Zimmer euch noch zeigen, aber diese sind irgendwie verschwunden. Allerdings, sie macht 14. Jahrhundert. Wenden Sie rechts ab, dann wenden Sie. Aber wir kennen uns auch. Das war das Mittelalterzentre Nyköping. 100 Metern wenden Sie. Halt die Fresse jetzt! Wenn du uns wenden, bevor du mich gewendet hast, hätte ich jetzt gebunden.